Patrick Gehring, Captain von der ZSC Lions. Gratuliere zum vierten Sieg in der vierten Direktbegegnung. Reden tun wir aber vor allem über die Aktion vor dem Match oder gerade zum Spielbeginn. Wie ist es zu dem Spielerstreik gekommen? Ja, ich glaube, es war vor allem eine Solidaritätsaktion für die Fans. Ich glaube, die Fans haben auch eine sehr wichtige Meinung, wo sie momentan nur schwer kundtun können. Und so haben wir eigentlich uns entschieden, dass wir die mal möchten in die Stadien tragen. Was erhoffen ihr euch als Spieler von der Aktion von der Spielergewerkschaft? Ja, ich glaube auch, dass wir das Ganze einfach sicher noch mal überprüfen. Ich glaube, Liga-Reform ist super. Ich persönlich habe das Gefühl, das ist eine gute Sache, wenn man da gewisse Hebel ansetzen. Ich denke aber, man kann auch noch ein bisschen auf Meinungen von außerhalb hören. Ich glaube, die wichtigen Leute hocken da oben, zahlen viel Geld, um uns spielen zu sehen. Und ich glaube, wenn wir einfach die Meinungen oder so einen Großteil der Meinungen ignorieren, ist das gefährlich. Was würden denn Sie persönlich anders machen? Mit was sind Sie persönlich nicht einverstanden? Ja, es ist sicher schwierig, jetzt gerade nach dem Spiel so da reden und Antwort zu stehen. Aber ich denke, es ist viel so ein bisschen unklar, was passieren kann. Ich glaube auch, die Argumente von uns eben wegen dem Schweizer Hockey, wir wissen jetzt nicht, was das für Auswirkungen wird haben. Und ich glaube, das gilt es einfach auch zu überprüfen. Ich denke, steht und fällt sicher auch mit dem Financial Fairplay. Ich glaube, momentan ist es auch ein bisschen, meiner Meinung nach, das mit der Ausländerregelung, ich persönlich, mir spielt das keine Rolle, ob jetzt 7, 10, 15 sind, was immer. Was mich an der ganzen Sache stört, ist, dass das Ganze ein bisschen so ein bisschen versteckt wird oder beziehungsweise einfach das Ganze mit dem Financial Fairplay nicht ganz geregelt ist, also gleichzeitig. Und darum kann ich das nicht ganz nachvollziehen, weil ich denke eben, es gibt vielleicht auch andere Lösungsansätze und es ist wichtig, dass man darüber redet und vor allem eben, dass man auch die Meinungen der Fans und der Sponsoren respektiert.